Hallo und herzlich willkommen zurück zu BusDriver. Heute machen wir die Fahrt, die noch keinen Stern hat, und zwar Linie 77, Skiresorts. Der Ostteil der Stadt liegt in den Bergen, in der Nähe der Skigebiete. Linie 77 verkehrt zwischen den Haltestellen Fullwell und Airport. Busfahren auf Eisglatterstraße erfordert viel Erfahrung, besonders auf engen Gebirgsstraßen. Wir fahren im Gebirge, in den Gebirgsstraßen und... Ja, das sagte ich aber dem Ausrutschen, denn seht mal. Boah, hier schneit es komplett alles vollgeschneit. Oh, das war 2007 noch, ne? Aber jetzt, wenn man das so sieht, da könnte man ja wieder träumen. Schnee. Boah, kommt diesen Winter Schnee. Schön wäre es natürlich, ne? Aber ihr kommt jetzt natürlich erstmal alle zu den Skigebieten. Also, los geht's. Und der ganze Schnee. Wir kennen ja bereits diesen Kreis hier. Aber mit so viel Schnee, da müssen wir noch mehr aufpassen, dass wir nicht rutschen, ne? Weil selbst wenn es hier nicht schneit und einfach hier nur die Straße so voller Schnee ist, ne? Selbst dann. Die haben ihr Wagen noch nicht geräumt, ne? Schon lange nicht, ne? Aber selbst dann müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht abrutschen. Und das wird ja jetzt noch schlimmer. Jetzt kommt ja hier erstmal die Fahrt. Jetzt wird's ja erstmal trocken. Es ist aber nicht trocken, denn es ist voller Schnee. Und ich glaube mal, weil wir ja letztes Mal zwei gemacht haben, will ich jetzt nicht sagen, dass wir wieder nur eine machen, aber ich denke mal, das läuft da hinaus. Und falls ich einmal rutschen sollte, fange ich nicht nochmal von vorne an. Nein, wir machen weiter. Ich glaube mal, sie sollten diese Strecke eher für alte Hasen bereitlegen und nicht die andere. Ich meine, na gut, das hier ist Schnee, ne? Weil es müssen ja nicht unbedingt alte Leute, also ältere, die schon länger im Busbetrieb sind, fahren, wenn es schneit, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal damals an. Es hat geschneit, ne? Wir hatten Busfahrer, ne? Die konnten ja nicht den Kollegen, die vielleicht erst ein Jahr im Busdienst sind oder erst ein paar Monate, die gerade frisch angefangen haben, die konnten sie ja nicht einfach überwintern. Über den Winter zu Hause lassen, dass sie so eine Art Urlaub machen. Deshalb bloß die Älteren, die schon länger im Busbetrieb sind, fahren. Weil die müssen ja das auch irgendwann lernen, die im Schnee fahren. Und es ist schön auch mitgedacht, dass in dem Tunnel, wie wir es jetzt gleich sehen, dass der Schnee dann noch einmal nicht mehr da ist. Hier, jetzt ist ja der Schnee weg. Ein bisschen reinschneiden könnte es allerdings doch noch, wenn man hier so lang fährt, aber erst sobald man draußen ist, schneit es. Also ein bisschen detailreicher wäre es gewesen, wenn man schon von drinnen sieht, dass der Schnee, dass es draußen schneit. Leider schneit es erst weiter, wenn man draußen ist. Dennoch ist diese Tour hier, diese Strecke ganz schön. Aber welcher Bus hätte jetzt eigentlich die größten Probleme hier zu fahren, ne? Weil ein Schulbus bringt ja die Kinder jeden Tag, ich weiß nicht. Aber ich habe so das Gefühl, also zum einen ja der Doppeldecker. Der hat natürlich auch Probleme. Aber der ist ja nicht der einzige Bus, der hier Probleme hätte damit. Und wir sind noch in Layton, Stratford und Fullwell Station. Und diesmal fahren wir hier runter zum Südteil. Und der Südteil liegt natürlich in den Bergen. Wie in Südtirol, ne? Da ist es ja auch so. Es schneit, weil da ist ja Skilager. Fahrt. Da war. Oder. Oh, seht ihr? Jetzt geht's los, ne? Jetzt rutschen wir. Jetzt kommt der beschissenste Teil der Strecke. Also wir können ruhig schnell fahren. Das ist ja nicht so gesagt, aber in den Kurven sollte man trotzdem vorsichtig sein. Denn wir haben auch schon Stehgäste. Wie viele das sind, keine Ahnung. Aber 20 sind im Bus und die müssen schon stehen. Wie wenig Plätze hat eigentlich dieser Bus? Sieht eigentlich noch viel mehr aus, ne? Wow. Wow. Tja, ihr seht schon, das ist ein bisschen extrem, ne? Wenn wir das hier schaffen, keine Minuspunkte zu bekommen, ne?
Da bin ich aber der King, ey. Ich meine, gerade hier in einer der schwierigsten Touren, also in der schwierigsten Strecken. Ich habe nichts gesagt, ne? Schon vorbei. Ich wollte eigentlich sagen, einer der schwierigsten Strecken ist nicht zu schaffen. Klar, die Sitzenden sind genauso gelaunt jetzt wie die Stehenden. Ja, obwohl die Stehenden ja eigentlich viel mehr abbekommen, ne? Würden sich ja viel mehr verletzen. Oh nein! Ich komme zum einen nicht mehr hier raus und zum anderen, ne, wollen alle aussteigen. Komm ein kleines Stück noch. Wisst ihr, spult einfach, wenn ihr wollt, jetzt zu der Stelle zurück, bis wir wieder hier sind. Oder seht mir nochmal zu, wie ich nochmal anfangen muss. Jetzt hang ich doch da ernsthaft fest und kam nicht mehr raus. Und zu allem Überfluss wollten dann auch noch alle aussteigen. Natürlich, das könntet ihr jetzt nicht mehr. Aber ihr werdet es ja jetzt nochmal versuchen. Ja, ich werde mich bessern. Wenn ich nicht zu weit fahre. Rechts, 15, 14 und so weiter. Wie lange bin ich jetzt schon gefahren? 5 Minuten? Habe ich die verschwendet? Ja. Da konntet ihr meine Fails sehen. Deswegen weiß ich auch genau deswegen vorsichtiger zu sein. Ich könnte jetzt natürlich komplett am Anfang des Parts noch einfügen. Ihr könnt euch diese ersten 5 Minuten circa, ich weiß es nicht, ansehen. Aber ich werde dann nochmal von vorne starten müssen. Also wollt ihr euch lieber die ersten 5 Minuten ansehen, wie ich da fahre, und oder lieber gleich das zweite Mal, wo ich hier lang fahren muss. Wo ich diesmal zumindest bis zur ersten Haltestelle, zur zweiten Haltestelle, versuchen werde, schneller zu fahren, damit ich schneller da bin. Ne? Ja, was? Schüssau. Wenn der Bus mal ein bisschen doller gebremst hat, ja nicht ganz so doll. Ich meine, die kleinen Kinder, die würden sich ja noch freuen. Naja, nicht kleine Kinder, aber so Jugendliche würden ja sagen, boah, geil, ey. So. Da sind nochmal zwei Busse, die vielleicht Probleme haben, denn hier war ich gerade immer noch, welcher Bus hätte denn hier in diesem vollen Schnee, also nur von den Bussen vom Busdriver, nicht allgemein, welcher Bus hätte denn die größten Probleme, hier lang zu fahren? Ne? Welcher hätte denn die größten Probleme? Also jetzt laut meinen Schätzungen, ja, also ich habe jetzt mal so gedacht, der Doppeldecker natürlich schon. Der ist ja größer und auch schwerer als die anderen. Aber wenn ich dann so überlege, müsste ja eigentlich von diesen, wie viele Busse sind es? 12? Also das hier dürfte jetzt der letzte Bus sein. Dann haben wir schon alle gesehen. Und zum Rest kommen dann nur noch welche, die wir schon gesehen haben, oder? Naja, es dürfte auch der Bus hier, der normale, also der Bus, der extra für die Gold Edition ist, der dürfte auch Probleme haben, diese City-Stadtbus, der in der Stadt rumfährt, ne? Weil er hier auf der Autobahn entfährt. Oh. So, und zwei stehen. Jetzt habe ich extra nochmal nachgeguckt. Es ist wirklich nur Platz für 18 Personen. Klar, so groß sieht dieser Bus jetzt nicht aus, aber nehmen wir mal an, auf beiden Seiten, auf der linken Seite sowie auf der rechten, sind immer zwei Sitzplätze und ich bin da dran gerammt und ist gestohlen. Ich wollte auch vorsichtiger sein,
Also nehmen wir mal an, auf beiden Seiten, von der linken und der rechten, sind zwei Sitzplätze. Und dann sind das ja 4, 4, 8, 12, 16. 16 haben wir dann in der vierten Reihe. In der fünften sind es dann 20. Von hier sehe ich ja eigentlich schon, wenn er so richtig gerade fährt, also es sind eigentlich mehr als 5 Reihen, natürlich. Ah, jetzt ist das wenigstens mal realistischer. Die sitzen, die sind, freuen sich noch, aber die stehen, die sind schon etwas gereizt, ein kleines bisschen. Weil wir sind ja so gerutscht und beim Rutschen liegen die ja schon so ein bisschen weg und dann sind wir ja noch wo dagegen geknallt. Also diesmal ist es wirklich realistischer. Kommt, da kann man doch jetzt eigentlich gar nicht richtig dagegen. Wir kommen zwar diesmal raus, ne? Ja, na toll, was kann ich denn jetzt noch tun, damit ich den Bus behalte? Ich kann ja nicht blinken oder so. Also doch, kann ich schon, aber es ist keine Möglichkeit. Und ich habe die Fahrt gelobt eigentlich. Ist sie ja wirklich gut. Aber ich weiß jetzt genau, warum der Stern nicht ist, ne? Ist die Fahrt jetzt beendet, wenn eigentlich alle aussteigen? Wenn jetzt keiner mehr drin bleibt, na klar, die anderen steigen noch ein, aber. Ja, komm, wie langsam soll ich denn fahren, damit ich nicht driften tue? Gutes Warten. Beschweren sie sich auf jeden Fall. Ich meine, die steigen ja jetzt alle aus, warten die auf den nächsten Bus. Gut, die Fahrt ist noch nicht vorbei. Aber ich habe halt auch Fahrgäste verloren. So, laut der Strecke wird es wieder mal ein bisschen holpriger. Allerdings müssten wir nicht ganz so doll mehr darauf achten. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich wohne ja nicht in Österreich. Aber da liegt ja wenigstens noch der Schnee. Und das ist auch gerade nicht mal wenig. In der Schweiz bin ich mir jetzt nicht sicher, oder? Aber hier in Deutschland. Oh. Das ist mit dem Schnee. Ja. Und die Weihnachtsmärkte. Also unser Weihnachtsmarkt, der ist nicht das Besonderste. Allerdings lohnt es sich immer noch, falls man an einem Sonntag Langeweile hat. An einem Sonntag Langeweile, das ist schon auch abartig. Ja, aber aufs Ganze. So, jetzt rammen wir auf jeden Fall an. Das mittlere Gesicht haben wir schon mal und es wollen mehr aussteigen. Das lasse ich aber nicht zu. Wenn mir bis dahin jetzt nichts passiert, bis zu der Haltestelle, werden die dann wieder glücklicher. Ich glaube, wir sollten jetzt mal nicht 40 fahren. Minus 466 Punkte. Aber ich muss die Fahrt überstehen fürs Let's Play. Ne? Ich meine, wenn man das jetzt so spielt, ohne Let's Play, na, oder man verkackt da ganz oft, ne, dann kann man immer noch sagen, oh ne, das spiele ich jetzt erstmal nicht mehr, ne? Lass ich einen Monat aus, ne? Versuch dann noch mal. Das geht aber bei einem Let's Play natürlich nicht, ne? Da muss man natürlich spielen, da muss man natürlich nachliefern. Damit die Leute was zu sehen haben. Und genau deshalb darf man das nicht einfach abbrechen jetzt so für einen Monat. Klar, die Parts davor noch, die sind ja noch nicht oben. Also wenn ihr das jetzt seht schon, aber ich kann jetzt überhaupt nicht sehen wegen diesem Nebel. Das wäre jetzt beschissen, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Boah, ich fahre schon fast 60 Meilen. Oh, eine Meile Verkehrsregeln beachtet. Hä, wieso? Hier muss man doch fast keine beachten. Ich meine, hier ist nichts zum Blinken. Eine Ampel kommt ja auch nicht.
Ja, und jetzt steigen alle, na, steigen sowieso alle aus. Hey, die sind ja wieder glücklicher. Ich wollte nur sagen, steigen sowieso alle aus. Das sind die letzte Haltestelle. Boah, sind wir jetzt endlich wieder draußen? Zählt die Fahrt dann auch als abgeschlossen? Könnt ihr das wenigstens mal sehen, ne? Und in der letzten Tour quasi auch so als Schwierigkeit, ja. Sind wir denn überhaupt ein guter Busfahrer? Das wird uns jetzt gezeigt. Denn die Sterne, die ich da gekriegt habe, kann ja sein, ich war in jeder Tour viel besser und in jeder Reihe, jeder Stufe, ne? War halt dann aber allerdings im Let's Play nicht ganz so gut. Bloß die Leute, die das Spiel nicht besitzen oder überhaupt nicht wissen, was das für ein Spiel ist, wissen ja dann gar nicht, habe ich überhaupt einen Stern oder nicht. War ich gut genug? Und in der sechsten Reihe, in der Stufe da, wird sich das zeigen, ob ich überhaupt ein professioneller Busfahrer in dieser Zeit geworden bin. Allerdings müssen wir die fünfte Reihe noch abschließen, da kommen ja noch Fahrten. Stopp! Halt, stopp! Na gut, er fährt wieder ein Stück vor. Das ist realistisch, noch ein Stück. Hat er überhaupt mal Lust? Oh, schon wieder rot. So, das reicht. Zwar ist hier mein Ziel, da ist die Haltestelle. Aber ich fahre trotzdem hier rüber. Stört doch. So, ihr werdet als letztes aussteigen. Habt ihr auch, nein, die haben kein Hotel mehr, oder? Die steigen einfach so aus. Mal sehen, wie viele Punkte es noch für was anderes gibt. Vielleicht habe ich Glück. Ach, jetzt freuen sie sich wieder. Ja, sind draußen. Beforderte Fahrgäste 43. Bonus Pünktlichkeit 57%. Ah, es gibt nochmal Punkte. Bonus 17. Strafe 13. Wow. Was? Ja, es wird dann halt immer noch besser als man dann eigentlich gedacht hat, ja. Wir sehen uns bei der nächsten Part. Da geht's dann endlich weiter. Der Bus ist endlich weg. Und schau.